de bat, du nan de bek, du du se gitte ab moat, du nan de tat, du nan de tek, e rumen alla sei du lu. Heil Sabrium um Hilf von schwarzer Nacht, Heil Sabrium auf deiner Barke Pracht. Verbannter Herr der Finsternis, dein Reich ist nah und meine Zeit, das Ort zu bringen oder gar zu sterben. Es ist Vollmond, Jack. Das Hühnchen liegt auf dem Grill. Meine untoten Ahnen aus dem düstern Hort. Eure Namen rufe ich. Entfaltet mir das Ohr. Was zum Kuckuck? Donande bat, banande weg, tu du se gitte ab. Verdammt! Hey, möchtest du Schinken? Na klar doch, sicher. Verdammter Fernseher. Lausiger Kerzenmacher. Ich werde sie ausrotten, wenn ich die Welt beherrsche. Glauben wir etwa, ich führe hier unausgegorene Operationen durch. Wo war ich? Donande tat, donande tet, bla bla bla. Ja, oh ja. Ich rufe die Macht eines dunklen Namens an. Eines schwarzen Herzens, einer trauernden Seele. Ich rufe an die Mächte von Gregorum Sanctissimum. Endlich! Die Macht des Orbs ist mein! Und mit seiner Kontrolle über die Seelen der Toten werde ich bald die triumphale Herrscherin von ganz Nox sein! Blitz und Donner, welche dämonische Ausgeburt wagt es, mein Luftschiff anzugreifen? Verschwinde, Mutantenteufel, oder du hast gleich keinen Kopf mehr, um meinen Hut zu tragen. Warte, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wo bin ich? Welcher Ort ist das hier? Dies ist kein Ort, abgesehen von den Wolken. Verschwindest du jetzt freiwillig vom noblen Julien, oder willst du einen Fußtritt von mir? Was ist das denn? Ein Fernseher. Aha. Und wozu ist so ein Fernseher gut? Gut? Eigentlich zu fast gar nichts. Du guckst ihn nur an. Hier schließt man ihn an. Und der Knopf sucht die Kanäle. Er scheint kaputt zu sein. Einfach berauschend. Der bloße Anblick verspricht eine Menge Mysterien. Du solltest ihn sehen, wenn er eingeschaltet ist. Gib mir den Glaskasten, Teufel, und ich erspare dir das Schicksal eines tödlichen Absturzes. Wieso sagst du immer Teufel? Mein Name ist Jack. Ich gestehe es ein, du hast keine Flügel, aber du fliegst wie ein Teufel. Ich kann nicht fliegen, ich bin gefallen. Ich bin aus meinem Wohnzimmer hier hinuntergefallen. Von wo hinuntergefallen? Na egal. Entweder du gehst über Bord mit der Schwerkraft als Wegweiser oder ich kriege den Fernseher, was dir eine sichere Heimreise garantiert. Ist das ein Handel? Na klar, Tina hat Schinken gebraten. Nach Hause in Richtung Schinkenteufel. Aber zuerst brauche ich in einer Sache deine Hilfe.